Hallo Leute, ich zeige euch mal, wie man bei der B-Klasse E220 den Luftfilter erneuert. Ihr macht die Motorhaube auf. Hier vorne, wo das Steuergerät ist, da unten drunter sitzt der Luftfilter. Ihr braucht einen Torx-Schraubenzieher T15. Ihr müsst die und die Schraube hier raus machen und darunter sitzt der Luftfilter. Jetzt habt ihr die zwei Schrauben da rausgedreht. Jetzt müsst ihr das Steuergerät ganz nach oben klappern. Und darunter sitzt der Luftfilter. Da gibt es extra eine Klammer, wo sie hier drauf drücken tut. Und jetzt den Luftfilter nach außen hochziehen. So sieht der Luftfilter aus. Einfach rausholen. So sieht der alte Luftfilter aus. Total zu. Und so sieht das neue aus. Jetzt machen wir den neue in die Führung, in den Führungskasten rein. So, jetzt habt ihr den Luftfilter ganz normal in den Kasten wieder ganz reingemacht. Tut ihr das Steuergerät hochklappen und den Luftfilter reinmachen. Rinnen, Rinnschiebe und nach hinten schiebe. So, dass die Klammer da einrastet. So, dass die Klammer da innen drin einrastet. Genau so. Jetzt macht ihr den Steuergerät wieder runter und die Schrauben, die zwei Torx-Schrauben nochmal rein. Und das war's dann. Wenn ihr die Torx-Schraube festgeschraubt habt, das war's. Danke.